Guti, willkommen zurück zu Let's Play Planet Base. Da sind wir wieder und dürfen natürlich wieder ganz normal weitermachen. Die Zeit, die geht im Moment langsam voran. Wir gucken jetzt erstmal, dass es unseren Leuten gut geht. Es ist ja einiges schon geschafft worden und getan, sodass wir uns nicht mehr um so viele Dinge kümmern müssen. Im Gegenteil, wir könnten tatsächlich hier schon wieder einiges umbauen, machen und tun. Wir haben jetzt den großen Beschützer mit dabei, der wirklich auf alles aufpasst. Das ist ein Träumchen, ist das. Und dann können wir dich nämlich auch größer machen und auch die Dinge beschützen, die hier nachher noch stehen sollen und werden. Das ist gut, das ist sehr gut. Damit habe ich eben nicht gerechnet, dass wir ja so ein großes Teil damit hinstellen dürfen. Hier bleibt erstmal das kleine Teil, ich kann mir kein anderes dort leisten bzw. hinstellen. Da haben wir noch 16 Metalle. Wir haben noch 34 Polymere. Wir könnten also noch einiges weiter ausbauen. Das Einzige, was auf jeden Fall gesichert werden muss, ist der Strom. Und deswegen warten wir noch auf weitere wunderbare Händler, die uns dann hoffentlich und gegebenenfalls auch endlich die Technologien bringen, die wir brauchen. Und dazu gehören unter anderem dann auch größere Energiespeicher. Da haben wir im Moment nur die ganz normalen großen. Und natürlich auch die größeren Windräder. Sonst müsste ich die nicht umstellen, sonst hat das wirklich überhaupt keinen Wert. So, wir reißen die jetzt erstmal mit ab und dann gucken wir mal, was uns alles noch so fehlt, was wir schon an Bots haben. Wir haben jetzt 3 Transportbots, 3 Bohrbots und dann bauen wir hier auch, weil wir so toll sind und unsere Bots lieben, eine Autobot-Reparatur, sodass unsere Bots sich auch selber reparieren dürfen und vielleicht nicht ganz so schnell kaputt gehen, denn wir sehen, der ein oder andere muss von den Ingenieuren immer wieder repariert werden und die haben ganz andere Dinge zu tun. Die müssen sich darum kümmern, diese ganzen Halbleiter fertig zu produzieren und auch Ersatzteile und. Da ist also noch sehr viel zu machen. Und auch hier drüben liegt noch sehr viel Metall rum, weil wir einiges abgerissen haben, was dann natürlich auch noch wieder ersetzt werden soll. Unter anderem könnten wir jetzt auch wieder einen weiteren Energiespeicher mit hinstellen. Und, naja gut, eigentlich bräuchte ich im Moment kein weiteres Solarmodul. Du könntest höchstens noch abgerissen werden und massiv gemacht werden. Aber zuvor muss erstmal das Metall da weg. Und es regnet und blitzt gleich wieder. Juhu. Dann geht's wieder rumsbums aus die Maus. Zack. So, hier kriegen wir Geld, wenn auch nicht viel. 60% Kommission, auch ein freiberuflicher Händler. Vielleicht sind die alle freiberuflich. Vielleicht habe ich mir auch bloß eingebildet, dass man auch mal andere Dinge bekommt. Das kann ja durchaus sein. Nö, ganz so viel nicht. Du bekommst 6 Bioplastik. Dankeschön, die werden dir gebracht und dann ist alles gut. Dann haben wir immer noch 30 übrig und auch Metall ist jetzt bei 20. Auch das wird immer mehr. Und wir werden unseren Stromverbrauch natürlich immer weiter erhöhen und brauchen deswegen auch immer mehr Strom, den wir produzieren. Wir werden den Strom hier oben noch weiter ausweiten und ausbreiten. Das kriegen wir hin. Aber zuvor muss noch dieses Solarmodul irgendwie weg. Das hier kann ich nicht miteinander verbinden. Doch, kann ich. Sehr schön. Dann bauen wir da nämlich noch was hin. Du bist ein großer Energiekollektor. Wir haben jetzt 1, 2, 3 große Energiekollektoren, die aber nicht mehr allzu lange reichen. Das ist nicht gut. Wir sehen schon, dass das jetzt gerade so reicht. Mit 2 großen Energiekollektoren, wenn, dann sollte man auf jeden Fall mindestens 3 haben. Gegebenenfalls 4, um das alles wirklich sehr schön vollzuladen. Aber es geht eben auch darum, diese ganzen Metalle dort drüben irgendwie mal wegzuräumen. Wenn unsere Leute das nicht machen, dann kann ich da nichts Neues bauen. Also brauchen wir gegebenenfalls auch weitere Transportbots. Energiespeicher sind niedrig. Ja, die gehen auch gut runter. Sind kritisch. Aber wir haben schon wieder Tag. Es wird alles wieder schön. Gott, Strom ist aus. Ja, ich wollte ja einen weiteren Energiespeicher bauen, aber ihr habt mich ja nicht gelassen. Hättet ihr mal die ganzen Waren wegtransportiert, dann wäre das alles auch gegangen. Ach, vielleicht muss ich das halt ohne machen und versuchen, das irgendwo anders hinzustellen.
weiß bloß nicht mehr wo. Das ist das größte Problem. Aber schön, dass du dir dein Metall hier drüben holst. Ich hoffe doch, du bist wegen dem Metall hier. Ja, bist du. Sehr gut. Pass auf, dann bauen wir erstmal den Energiespeicher hier mit hin. Geht nicht anders. Solange, bis die Metalle dort drüben wegtransportiert haben. Das dauert noch eine Weile. Einen großen Energiespeicher haben wir noch. Das heißt, wir werden 4 große Energiespeicher haben und wir brauchen dann natürlich auch nochmal eine weitere Windturbine, eine größere, wobei ich da schon gerne die Golia-Turbine hätte, aber die kann ich mir jetzt im Moment noch nicht leisten. Zumindest was den Einkauf angeht. Deswegen stellen wir die erstmal hier auch mit hin. So, bitteschön. Und wir warten auf weitere Händler, die uns dann endlich auch mit weiteren Sachen versorgen. Es wird Zeit. Einer kommt mit Metall, dankeschön. Wir haben jetzt, wie viel Metall? 19. Ja, eins wurde abgegeben. Einer wurde irreparabel beschädigt. Das ist nicht so schön. Weil wir so viel Zeug haben, werden wir jetzt auch hier noch eine weitere Bot-Werkstatt bauen. Und dann können wir nämlich die Bohrbots und die Transportbots dauerhaft beladen. So ist schön. Ein neuer Energiekollektor. Das reicht auf jeden Fall. Dann haben wir 4 Stück voll. Das ist gut. Hier ist ja auch noch einer. Müssen wir später umstellen, wenn wir den Digolia-Turbinen haben. Und wenn das ganze Metall hier drüben weg ist, ist es. Sehr gut. Das ist wieder nur vorerst, ne? Wir werden dann später wieder weitere Bauprojekte vornehmen. Ach, das ist zum Heulen. Manchmal kommt man auch nicht voran. Aber hey, wir kriegen immerhin immer mehr davon. So, und hier muss ich jetzt erst einmal einen neuen Blitzableiter bauen. Einen größeren wohlgemerkt. Handelsschiff ist gelandet, sehr schön. Dann werden wir bei dir nichts kaufen, weil du keine ordentliche Technologie hast. Ich könnte höchstens was einkaufen und wieder andere Dinge verkaufen. Ich kaufe dir einen Baubot ab. Das ist in Ordnung. Dann werde ich hier wenigstens wieder ein paar Waren los. Unter anderem 10 Polymere. 10 Heilkräuter und was haben wir noch zu viel? Ja, kriegst noch 2 Medipacks dazu, bitteschön. Das sind 22 Gegenstände plus der Bau des Blitzableiters, der hier drüben auch die Dinge beschützen soll und hier oben auch alles beschützt. Okay, und der kleine reicht eigentlich für alles, aber da können wir auch nochmal einen größeren bauen, das ist völlig in Ordnung. So schön. Jetzt nur noch fertig bauen. Das wäre ganz toll und vorsintflutlich. Höchste Priorität, meine Lieben. Gibt nichts Wichtigeres als den Blitzableiter während eines Gewitters. Dankeschön. Blitzableiter wurde gebaut. Wir kriegen also auch mehr Strom dadurch. Das Ding ist wieder voll. Das ist wieder leer. Das ist aber auch nicht schlimm. Wir haben ja noch ein paar, die leer gehen können. Okay, und wir sind wieder ein paar Heilkräuter losgeworden, wir sind wieder ein paar Bioplastikteile losgeworden, die wir ja jetzt mittlerweile auch wieder in Massen besitzen und haben. Das ist okay. Das heißt, wir könnten eigentlich hier jetzt auch die Kantine vergrößern. Mit dem ganzen Bioplastik gibt es hier mehr Essen. Später auch noch 2 Springbrunnen. Guck mal, wir machen sogar 3. Gott, bin ich lieb. Sind denn insgesamt 4 Stück hier drüben. Ein weiteres Pflänzchen gibt es mit dazu. Auch noch ein Monitor. Bitteschön. Können die Leute noch ein bisschen fernsehen. Aber es ist auch wirklich fern. Das Fernsehen von der Erde. Ja, so ist Leben. Und wir gucken mal ganz kurz, wie es mit den Leuten aussieht. Wir haben ja jetzt keine Kolonisten mehr mit rangebracht. Wir haben jetzt 5 Wachen, die alle mit Waffen ausgestattet sind. Heißt, wir haben noch 4 Waffen, die wir einfach so verkaufen können, falls es doch mal dazu kommen sollte, dass wir irgendeine schöne Technologie bekommen oder kriegen können, die wir unbedingt brauchen. Glücklicherweise haben wir einen Baubot, der kümmert sich jetzt so ein bisschen um die Reparaturen der jeweiligen Gegenstände hier. Was auch hin und wieder notwendig sein wird. Wir kriegen genug Strom.
sehe ich jetzt nicht das Problem. Das einzige Problem, das sein könnte, ist, weil wir hier keinen Blitzableiter haben, dass das Ding kaputt geht. Denn so weit reicht das nicht. Also hier muss unbedingt noch ein Blitzableiter mit hin. Und da kommt ein neues Handelsschiff. Diesmal auch ohne irgendwelche Dinge, die wir wirklich brauchen können. 50% Kommission, dafür kaufe ich dir auch gerne was ab. Insbesondere natürlich die Münzen. Du bekommst 2 Medipacks, du bekommst... ...4 Medipacks, einmal Kräuter und einmal Gemüse. Dankeschön. Läuft. Läuft hervorragend. Super. Und damit bekommen wir Münzen, die wir dann wieder gegen eine Technologie eintauschen können, die wir gegebenenfalls noch brauchen oder brauchen könnten. Essen ist mittlerweile auch wieder genug da. Wir haben sehr viele Erze, die aus dem Boden rausgeholt wurden. Das heißt, wir können die viel mehr zu Metall umcraften. Dadurch, dass wir jetzt die Bohrbots haben, die haben gut dafür gesorgt und wir haben wieder einen Schwung 5000 Strom mit dazu bekommen. Das ist sehr lieb. Das ist schön, die Blitze ausnutzen zu können. Ich freue mich. Ein massiver Energiekollektor ist ja im Prinzip wie ein großer und ein mittlerer Kollektor. Es dürfte also wunderbar hinhauen und die Leute kommen schon wieder nicht hinterher mit der Bearbeitung der jeweiligen Bottiche. Was ist los mit euch? Gebt euch mal ein bisschen Mühe. Ich habe ja extra schon darauf geachtet, euch Pflanzen zu geben, die wirklich keine Wartung benötigen. Aber wahrscheinlich ist das auch der Grund, weswegen die nicht ordentlich gewartet werden, weil ihr hier den ganzen Tag eigentlich nichts zu tun habt. Und denkt, ach, na ja, die brauchen ja nicht so viel. Gehe ich erstmal ein bisschen schlafen oder so. Keine Ahnung. Ich denke mir was aus. Wir kriegen nicht mal mehr eine kleine Koje hier mit untergebracht. Das habe ich mir schon fast gedacht. Das ist natürlich doof. Dann müssen wir woanders noch eine Koje mit hinstellen. Also hier haben wir jetzt erstmal 2. Die beiden, die geben Schlafräume. Wir könnten hier später noch lang bauen und dann hier noch eine Koje mit errichten. Das wäre auch kein Problem. Auch Sauerstoff könnten wir dort nochmal erhöhen. Sauerstoff haben wir glücklicherweise jetzt mittlerweile 3 große Produzenten, einen kleinen. Das reicht auch für eine ganze Weile. Gegebenenfalls müssen wir irgendwann nochmal Wasser nachbauen. Aber das ist schon okay. Ich wollte hier oben Strom nachbauen. Das weiß ich noch. So weit war ich noch mit den Gedanken. Aber ich habe es jetzt erstmal hier unten gemacht, weil es nichts bringen würde. Wir müssten das ja so oder so wieder abreißen. Das ist ja völliger Blödsinn. Deswegen warten wir auf die weitere Technologie, dass wir die damit unterbringen können. Und damit sich unsere Materialien hier weiter stapeln können, werden wir natürlich auch noch ein bisschen was in der Produktion umstellen. Das bedeutet, wir nehmen 10 Pistolen. Die können ja hier sowieso eingelagert werden. Das ist ja völlig in Ordnung. Du produzierst die Transportbots, du die Baubots, Bohrbots. Ein Handelsschiff. Wieder mit Münzen, aber keinen Technologien. Es ist zum Heulen. 40% Kommission liebe ich, deswegen bekommst du jetzt von mir eine Pistole mit dazu und gerne auch noch ein Medipack, 2 Medipacks. So, bitteschön. Ja, unsere Leute können dann weiterarbeiten an den Arbeitstischen, können also auch die Heiltränke, hätte ich jetzt beinahe gesagt, die Heilkräuter nutzen, um das Ganze hier fertig zu bauen. Und wir werden auch noch einen weiteren Labortisch mit hinzusetzen, sodass sie dann wirklich schneller auch die Medipacks hochproduzieren. Apropos hochproduzieren, wir gucken uns mal die Produktionen an. Wir geben mal 15 Ersatzteile ein, 15 Halbleiter, 10 Pistolen. Transportbots nehmen jetzt 5. Bohrbots bleiben bei 3. Weil wir nämlich eine Mine mittlerweile so ein bisschen ausschalten können. Boah, die Blitze schlagen hier in unsere Blitzableiter ein. Der Strom ist voll, obwohl wir mitten in der Nacht haben. Sehr nice, so liebe ich das. Ja, man merkt, ich habe geschlafen, ne? Gute Laune und so. Entschuldigung. Sollte nicht sein, ich wollte meine gute Laune nicht so zeigen. Essen, also Karotten, Gemüse sieht gut aus. Fleisch sieht gut aus. Essen sieht gut aus, geht immer weiter nach oben. Menschen bleiben im Moment relativ konstant bei 42. Energie geht immer weiter nach oben, dadurch, dass wir jetzt auch noch mehr Energie speichern. Zweimal hatten wir einen Blackout erlebt. Wir haben Wasser immer konstant und auch Sauerstoff bleibt eigentlich relativ gleich. Wir hatten einmal vor 4 Tagen einen kleinen Zusammenbruch, wie auch immer der entstanden ist, aber das hat sich wieder geregelt. War wahrscheinlich wegen dem Blackout, dass es dann kurzzeitig keinen Sauerstoff gab. Kommst du noch klar? Ich glaube ja.
Alles wurde hier abtransportiert und gewartet und die beiden Sanitäter, die können jetzt noch schneller Medipacks produzieren, brauchen dafür natürlich das Bioplastik, das heißt, das wird endlich wieder verbraucht. Metall wird weiterhin gefertigt und aus dem Metall natürlich das ein oder andere dann nachher gebaut. Uns geht's hervorragend. Also ich sehe keine Schwierigkeiten mehr, in keinster Weise. Das Einzige, was an Schwierigkeiten auf uns zukommt, ist, die ganzen Technologien zu kaufen, weil die einfach nicht kommen. Weil wir jetzt schon seit Ewigkeiten darauf warten, dass wieder irgendein Händler kommt mit einer Technologie und wir haben gerade mal 3 Patente bisher gekauft, obwohl wir schon so lange auf diesem Planeten unterwegs sind. Die Borbots, den Superextraktor und das Patent für das Kolossalmodul. Uns fehlt weiterhin die Goliath-Turbine und der Mega-Collector. Wieder keine Technologie, ich kann dir wieder nur Münzen abkaufen. 35% Kommission ist hervorragend und du bist trotzdem ein freiberuflicher Händler. Also jetzt habe ich das auch mal gesehen, dass die wirklich immer freiberuflich sind. Und du bekommst für 64 Wert 2 Medipacks, einmal Heilkräuter und einmal Gemüse. Viel Spaß. Den Leuten geht es hervorragend. Also ich sehe auch keinen, der irgendwelche Belange hat. Denen geht's exzellent. Sie haben 134 Ansehen mittlerweile erwirtschaftet und gebaut. Und das ist gut. Strom! Geil. Ja, manchmal sind die Blitze ganz praktisch. Also wenn man mit den Blitzableitern arbeitet, sie kosten ja glücklicherweise keinen Unterhalt. Gegebenenfalls muss man sie hin und wieder reparieren. Deswegen habe ich jetzt die Ersatzteile noch in einer höheren Zahl bestellt. Dass wir 15 haben zur Sicherheit. Aber ansonsten, wenn das nichts weiter kostet, top. Da wird wieder ein gebrochenes Bein versorgt, sodass die Leute wieder glücklich nach Hause gehen können. Ich meine, wir haben viel Strom. Wir könnten jetzt mit dem Strom auch wieder weitere Dinge bauen. Die Frage ist, was wir bauen. Hauptsächlich geht es ja nur darum, neue Leute zu holen. Die neuen Leute müssen essen. Die neuen Leute müssen essen, auch die Kantine ist wichtig zum Essen. Und die neuen Leute müssen auch schlafen, das ist auch wichtig. Wir haben jetzt insgesamt 14 Betten für 42 Leute, ist jetzt nicht unbedingt die Welt. Wenn wir das nochmal um 1 höher schalten, das wäre optimal. Aber dafür müssen wir noch weitere Betten irgendwo integrieren und das wird schwierig, weil wir nicht so viel Platz haben. Ich würde sie am liebsten hier hinten machen, aber es ist halt mit dem Strom immer so ein bisschen blöd. Ich wollte den Strom hier komplett weg haben und hier oben mit hinstellen, aber wir haben ja immer noch keine Goliath-Turbinen und keine Energiekollektoren, Riesenenergiekollektoren, denn dann könnte ich die hier alle austauschen, dann könnte ich hier alle schön machen und hübsch machen und mich freuen. Und dann könnten wir hier hinten auch noch das ein oder andere mit dazu bauen, unter anderem natürlich eine weitere Koje, dass die Leute dann hier schlafen können. Ich meine, im Grundsätzlichen sind wir gut bestückt. Wir haben eine sehr gute Aufbereitungsanlage, sogar eine zweite noch mit dazu bekommen. Wir haben noch schon eine schöne Fabrik, die wunderbar läuft. Auch die könnten wir noch weiter ausbauen, um noch schneller an Halbleiter zu gelangen. Wobei das hier im Moment alles völlig in Ordnung ist. Der Baubot wird auch gerade wieder repariert. In der Botwerkstatt sind alle soweit hergestellt, die wir brauchen. Das Handelsschiff ist gelandet, sehr schön. Hallöchen, oh, du hast die Baubots als Technologie. Ich brauche sie zwar nicht wirklich, nehme sie dir aber ab, genauso wie die Credits für die nächste Technologie, die wir gegebenenfalls noch brauchen können. Und dafür bekommst du 6 Waffen und 6 Waffen. Gut, dann haben wir schon mal die Baubots, haben noch mehr Credits, die wir ausgeben können, falls nochmal irgendjemand mit einer fetten Technologie kommt, mit einer teuren, denn das ist eigentlich eine Technologie, die nur 200 Wert hat, plus Kommission, deswegen über 300. Aber das ist, die brauchen wir. Wir wollen ja immerhin auch hier den Meilenstein für alle Technologien haben. Selbst wenn wir die Windmühlen eigentlich so gut wie nie brauchen. Danke für den Strom. Och, manchmal sind die Blitze ganz nett zu mir. Patent für Baubot erhalten. Dankeschön. Und damit sind auch sämtliche Waffen wieder weg. Das ist natürlich doof. Falls wir jetzt wirklich irgendwie noch ein paar Offiziere, Wachen mit einstellen wollen, die uns beschützen. Aber da müssen wir durch. Zumindest können wir jetzt die Bohrbots und die Baubots beide bauen. Das ist möglich.
Es werden aktuell keine Bots mehr gebaut, deswegen haben wir auch noch genügend Halbleiter übrig. Weil wir nämlich 5 Transportbots und 3 Bohrbots haben, so wie wir es eingestellt haben. Sehr schön. Der Baubot, der spielt sich in der Nase rum. Der weiß nicht, was er tun soll. Auf dem Weg ins Kontrollzentrum. Trägt das zur Luftschleuse. Das bedeutet, der will jetzt draußen irgendwas reparieren. Verwendet Luftschleuse, ist untätig. Trägt Ersatzteil zu Solarmodul. Ja, das ist das Schöne. Da brauchen sich die Ingenieure nicht mehr drum kümmern. Die können viel mehr Waffen und Halbleiter produzieren. Alles läuft. Wir haben noch 475 Credits übrig, die wir nutzen können, falls wirklich jemand mit einer guten und großen Technologie ankommt. Wobei ich da auch immer sehr vorsichtig bin. Ich würde jetzt ungern einen riesen Farmdom oder einen Massenspeicher abkaufen, wenn wir eigentlich ja auf Stromteile warten, damit wir den Rest hier ausbauen können. Ich meine, ein riesen Farmdom wäre auch nicht verkehrt, auch der Massenspeicher nicht. Aber das sind so Dinge, die brauchen wir im Moment einfach nicht. Das ist so. Und ich würde auch keine Gentomaten und Genzwiebeln jetzt abkaufen. Das hat keinen Wert. Das brauchen wir nicht. Und mit 5 Transportbots, die hier alles hin und her transportieren, sind unsere Arbeiter weitaus weniger beschäftigt. Das ist sehr gut. Hallöchen, du ohne irgendwelche Sachen, die ich gebrauchen kann. Verdammt. Eine Waffe. Und 2 Medipacks, eins das und danke. Tschüss. Ja, und schon wieder ist die Waffe weg, die gerade produziert wurde. Es tut mir leid, aber dafür haben wir wieder noch mehr Münzen. Also theoretisch bräuchten wir nur 400 als Wert, als Gegenwert zu etwas, was wir kaufen. Dadurch, dass wir die Kommission noch bezahlen müssen, selbst wenn wir dann, ich sag mal, 50% Kommission haben, würden wir 600 bezahlen. Dank den Münzen sind wir jetzt ungefähr bei 600. Das ist in Ordnung. Und sollten wir wirklich mal in die Verlegenheit kommen, 2 großartige Technologien hintereinander zu erhalten, dann würden wir da auch erstmal ordentlich zugreifen können, weil wir bestimmt jetzt noch ein paar Waffen produzieren und auch Medipacks rausgeben können. Wir können auch die Halbleiter noch mit rausgeben und die Ersatzteile. Das sind alles zusätzliche Faktoren, die dazu führen, dass wir bestimmt die beiden hintereinander kriegen, wenn wir uns Mühe geben. Wir könnten auch ein bisschen pokern. Wir könnten auch sagen, okay, wir nehmen nur 300 Münzen und den Rest bezahlen wir mit den Packs. Und wenn dann der nächste kommt und ebenfalls eine großartige Technologie hat, nehmen wir die anderen 300 Münzen und bezahlen den Rest mit Packs. Ist alles möglich. Vier von 10 Technologien sind unser. Das heißt, 6 Stück fehlen noch. Da müssen also noch jede Menge Händler kommen mit jeder Menge Technologie. Wir haben wieder eine neue Waffe. Das heißt, der Gegenwert ist jetzt schon bei 660 Münzen circa. Selbst wenn es mehr sind als 50% Kommission. Was durchaus sein kann. Das wäre ja nur ein schöner Fall. Aber ich glaube auch nicht, dass ein Händler, der so eine berauschende Technologie hat, eine geringe Kommission verlangt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Will ich mir auch gar nicht vorstellen. Medipacks werden wieder sehr gut produziert. Wir haben nur noch wenig Heilkräuter. Die wurden nicht nur gut verkauft, sondern eben auch sehr, sehr gut abgearbeitet. Und die Leute produzieren immer weiter, sodass wir jetzt ganz, ganz viele dazu kriegen. Viele wollen schlafen. Ich habe mir schon gedacht, dass das jetzt mit dem Schlafen so ein bisschen problematisch wird. Aber ich kann euch nicht helfen. Wir warten immer noch auf das andere Zeug. Und wir machen Folgendes. Ich werde ja sowieso jetzt erstmal nichts bauen. Wir sind ja in der Produktion relativ gut dabei. Wir sehen uns wieder, wenn der nächste Händler irgendwas hat, was dann auch stromrelevant ist. Denn ich werde nichts weitermachen ohne meinen Anwalt. Nein, ohne dass wir diese Sachen abkaufen können. Genau, bis gleich. Wow, dieses Video hatte genau das, was ich sehen wollte. Ich muss gleich ein Abo und ein Like da lassen. Und ich muss das nächste Video sehen.